Hallo Leute, seid herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, heute widmen wir uns mal dem zweiten Teil der hübschen Geschichte hier von den Söhnen des Erzmagiers. Da kann man natürlich wieder nicht hinreisen, welche Überraschung. Und da ist mit Sicherheit ein Drache. Ich garantiere es. Die Akademie war einst der größte Stolz der Einwohner Winterfeste, doch heute ist sie gemieden und gefürchtet. Oh, kein Drache? Ernsthaft? What the fuck? Hier ist irgendwas kaputt. Ich glaube, mein Skyrim ist kaputt. Hier ist kein Drache. Das ist nicht normal. Jetzt komm. Jawohl. So. Das ist markiert, das heißt, wir müssen dahin. Servus. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Das ist nicht richtig. Na, ist doch sogar was für dich. Es ist ja der Wahnsinn. Kannst ja froh sein, wenn sie was für dich gefunden haben. Ah, das dauert bei uns, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir zu Downguard und so kommen. Das dauert bei uns noch ein wenig. Ein wenig. Nicht allzu lange, aber ein wenig wird es noch dauern, ja. So, wo müssen wir denn hin hier für das zweite Stück? Für das Stück. Oh, ist das nicht das gleiche Ding, wo man für die Magiergilde rein muss? Das kommt mir fast so vor. Gut, wundert mich nicht. Ich meine, ist ja... Schließlich sind ja die Söhne des Erzmagiers gewesen, aber... Diese Pfiff, nicht da runterfallen, dankeschön. So, runterreiten ist mir lieber. So, jetzt kannst du auch fallen. Hoffen wir mal, dass heute Kajo wieder dabei ist. Ich hoffe es sehr. Warum ist da jetzt ein Schlüssel erforderlich? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Dann machen wir das andere und dann schließen wir das kurz mit der Magiergilde. Machen wir das einfach so. Wenn wir nach Iberstadt und machen das. Einst trachteten die Drachen nach der Vernichtung oder Versklavung aller sterblichen Völker eines Unterfangen, das sie zweifellos erneut versuchen würden, hätten sie dazu die Gelegenheit. Haben sie ja gerade. Bloß wird es ihnen wahrscheinlich nicht viel bringen. Weil die haben ja nicht wirklich viel drauf. Kajo. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wir haben Kajo verloren. Hm. Das macht mich etwas unglücklich, muss ich sagen. Das macht mich ja doch etwas unglücklich. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie wieder. Sonst muss ich ihn suchen gehen. Wo ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf habe, den jetzt suchen zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein längeres Unterfangen wird, den zu finden. Was haben wir denn hier? Eisen. Ach, ich habe natürlich keine Spitzhacke dabei. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Oh, ein Nirnwurz. Wo ist der? Ist er das? Ist er das? Nein, das ist er nicht. Was ist das dann? Nest mit Blablabla-Eiern. Da ist er. Da ist er. Ein Nirnwurz. Hallo Nirnwurz. Tschüss, Geräusch. Ein Fuchs. Ach, das ist ein Elch. Ich wollte jetzt gerade sagen, was zur Hölle bist du? Aber es ist nur ein Elch. Der hier blöd in der Gegend rumsteht. Und nichts tut. Oh, es ist eine Höhle. Gremons Halle entdeckt. Dann gehen wir noch mal rein. Vielleicht ist ja Kajo wieder bei uns. Freuen würde es mich, wenn er einfach wieder da wäre. Ja! Hey, Kajo, alte Nase. Ist ja unglaublich, dich mal wiederzusehen. Was haben wir denn hier? Pfui. Böse. Rattenähnliche Viecher. Wow.
Da ist hell. Das ist hell. Kato, was ist hier los? Wo geht's hier lang? Oh, wen haben wir denn hier? Abenteurer. Verbotene Legenden. Oh, der hatte noch einen Heiltrank. Ja, Kato. So ungern ich es auch sage, aber ich glaube, wir müssen in das Loch springen. Yay! Was hat da gerade so geleuchtet? Wow, du bist mir tatsächlich hinterhergesprungen? What the fuck? Ich dachte wieder, ich muss jetzt wieder 10 Jahre auf dich warten. Oh, Krabbelviecher. Pfui. Komm her. Stirb. Stirb. Einen grausamen Tod. Aufgespießt und abgefuckt. Was haben wir hier? Adept. Da ich ja ein Adept bin, machen wir mal die Adept-Tür auf. Klick und fertig. Was haben wir denn hier? Nix oder was? Ach doch, hier. Schuppenhornrüstung. Nehmen wir mal mit. Was auch immer eine Schuppenhornrüstung ist. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Fallen hasse? Ich glaube schon. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, die mein Let's Play gucken. Oh, wieso habe ich den Schrei wieder ausgelöst? Warum rüstet der immer den Schrei aus? Ich habe immer meinen Feuerschrei. Nur jetzt nicht. Kato, du brauchst eine andere Waffe. Du kannst nicht die ganze Zeit mit so einem komischen Streitkolben kämpfen. Das ist nicht in Ordnung. Das hat da bestimmt irgendeinen Sinn hier. Hat das irgendeinen Sinn? Außer, dass hier ein Seelenstein liegt. Der natürlich, war ja klar, irgendwie eine Falle auslöst. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Damit habe ich nämlich gerechnet. Nicht. Natürlich. War reines Glück. Wieder mal, dass ich da gekommen bin. Was haben wir denn hier? Begräbnisurne. Eine Begräbnisurne. So, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich machen wollte. Egal. Wir werden schon irgendwie hier weiter zurechtkommen. Bitte kein Rätsel. Bitte nicht. Ich bitte wirklich darum. Tut es nicht. Tut es mir nicht an. Ich habe keine Ahnung. Ich bin absolut hilflos. Oh, wie ich diese... Boah, überall Fallen, ey. Was ist denn das hier? Okay, hier kommt man wohl nicht rein. Boah, diese Falle. Reg mich auf. Habe ich hier irgendwas übersehen? Bestimmt oben, wa? Bestimmt oben habe ich irgendwas übersehen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Alle, die links sind auf Adler und Fisch und die rechts sind auf Fisch und Schlange, oder? Adler, Fisch. Und die, die rechts sind auf Fisch, Schlange. Fisch stimmt ja schon mal. Schlange, zack. Jetzt müsste es theoretisch aufgehen. Gut, dass das Spiel logisch ist. Wirklich gut, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Hi. Wow, what? Hi. Moment. Gib mir eine Sekunde. Frostatem. Drachenseelen haben wir ja noch, wa? Probieren wir mal dem aus. Okay, das scheint ihn wenig bis gar nicht zu interessieren. Vielleicht sind die einfach frostresistent. Das kann natürlich sein. Was hat er denn dabei hier? Gold hat er dabei. Kajo, da ist noch einer.
Mach den mal klar, bitte. Mach den mal bitte klar. Ich muss mich jetzt umgucken. Zaubertrank der starken Ausdauer, Lederstreifen, Langbogen und ein Elfenpfeil. Ist das schon wieder eine Spinne? Ist das echt schon wieder eine Spinne, die ich da höre? Wow. Wer? Wo? Was? Wie? Wo ist er? Ah, da. Das scheint ihn echt so gar nicht zu interessieren. Erzmagier von Windhelm. Oberster Kampfmagier von König Harald. Magier tot, wie lebend, dient uns, haltet uns eure Wacht. Schützt das Reich mit diesen Siegeln. Vor drei Verrätern und Zwietracht. Nehmen wir mal mit, weil... Schlüssel. Schlüssel. Boah, Junge, du gehst mit Tieren auf den Piss da oben, habe ich dir das schon mal gesagt? Das dauert jetzt aber auch wieder, bis der ready ist, ey. Komm, wir gehen mal hier rein, Kajo. Oder wir bleiben einfach draußen. Lasst mich. Oh. Dies nicht während eines Kampfes benutzen. Ich kämpfe doch gar nicht. Licht. Was haben wir denn hier? Bücherregal. Uninteressant. Jetzt kann ich wieder schreien. Jetzt schreie ich den da runter. Verrecke. Verreckt er da drin nicht? Ich glaub's nicht. Oh, jetzt muss ich echt wirklich meinen Bogen ausrüsten, um den da runter zu schießen. Haben wir's? Boah, der lebt immer noch. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, du möchtest doch bestimmt nochmal aufstehen für mich. Wie sein Fall so... Matrix Slow Motion. Kajo? Bist du tot? Bist du weggelaufen? Ich glaube, Kajo hat uns verlassen. Endgültig. Er hat uns einfach verlassen. Oh, ich habe sogar noch mein ganzes Zeug ausgerüstet. Das finde ich ja sehr zuvorkommend. Gewöhnlicher Seelenstein. Nehme ich gerne. Sag mal hier. Eine zue Tür. Ach, da bist du ja. Ich dachte schon, du bist abgehauen. Anhaltende Unsichtbarkeit nehmen wir. Können wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Haben wir denn irgendwas dabei, was wir entzaubern können? Müssen wir mal gucken. Entzaubern. Gauldur Schwarzklinge. Jawohl. Und die schwarze Magierrobe. Finde ich gut. Da können wir eigentlich gleich mal, wenn wir einen guten Seelenstein dabei haben, ich hoffe es, können wir eigentlich gleich mal unsere Wolfsrüstung, wenn es geht, scheint aber nicht zu gehen, nur die Wolfsstiefel. Ah, ich glaube, die Wolfsrüstung hat schon eine Verzauberung. Nein, 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 nein. Verzaubern mit nichts. Warum kann ich das nicht? Ja, Verzauberung abbrechen. Schade. Vielleicht muss ich Verzauberung noch ein bisschen mehr leveln. Soll ich nochmal in Ruhe hier gucken, ob hier irgendwas war? Scheint aber nicht so zu sein. Dann glaube ich, gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was hier ist. Hallo? Ruhe. Wow. Ja, schön, dass du auch schreien kannst. Bringt dir aber nichts. Bringt dir gar nichts. Eisenschild. Oh, das ist ein schönes Schwert, ne? Aber brauchen wir nicht. Wir haben ein schönes Julianus. Steigert Magiker um 10. Brauche ich nicht. Ich komme eigentlich ganz gut klar mit meiner Magiker. Vor allem mit dem Zauber, der frisst ja eh fast nichts. Ja, ja. Das hast du dir so gedacht, wa? Ah.
Nicht immer das Offensichtlichste benutzen, was? Aber ich bin nicht besser, ich habe es ja genauso gemacht. Geschmeidiger alter Nordbogen. Ein geschmeidiger Nordbogen. Ja, er denn da? Stehst du denn da rum wie so ein... Oh mein Gott, ich habe ihn jetzt erst bemerkt. Ich bin ein kleiner dummer Traugur. Da. Stirb gleich nochmal, weil du ja noch nicht tot bist anscheinend. Blödes Vieh. Gold, Eisenschild. Oh, schon wieder eine Falle. Kann doch einfach nicht wahr sein, jetzt mal ohne Witz. Die machen das doch nur, um mich zu ärgern hier. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Einen leeren Gang. Ja, sowas findet man auch nicht oft. Das ist ja... Da wir ja nicht blöd sind. Wo ist es? Da ist es. Na, Kajo, viel Spaß. Viel Spaß, Kajo. Viel Spaß. Ich warte dann mal da hinten, wenn du... Vielleicht ist er schlauer, als ich dachte. Er macht das, wenn ich nicht hingucke. Der hat sich da bestimmt durchgecheatet. Was ist denn hier nicht richtig? Kato. Das ist mir ungeheuer. Was ist hier los? Das war mir irgendwie klar. Hi! Ja, genau. Ja, genau. Sonst noch irgendwas? Ich bin ja so ein guter Bogenschütze auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ohne Probleme da hinten wegschießen. Lol, ich habe ihn getroffen. What the fuck? Ja, klar. Wegen dir verliere ich nicht mal Nightingale Bow, das sage ich dir, du Vogel, du räudiger, hässlicher. Könnten eigentlich mal. Er möchte nicht mehr mit mir spielen. Ich kann ihn nicht mehr leiden. Ohne Witz, ich kann ihn gerade überhaupt nicht mehr leiden. Mit seiner Waffen aus der Handhauerei. Das habe ich gar nicht gern. Soweit hat wohl der Schrei nicht gereicht, was? Wie lange geht das jetzt hier weiter, bis ich den richtigen treffe, oder was? Wo ist er? Aha. Ich finde das nicht in Ordnung. Der scheint wohl durch... Oh, komm. Das ist der Richtige, oder? Der hier. Das ist auf jeden Fall der Richtige. Oder auch nicht. Wer ist denn jetzt hier der Richtige?
Das ist der Richtige. Nee, ist er nicht. Dieser Typ. Ist er jetzt tot? Ist er etwa tot? Oh mein Gott, wir haben ihn getötet. Ich glaub's nicht. Fragment von Gauldurs Amulett. Gauldur Schwarzbogen. Nehmen wir. Versiegelungsformel. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Gerne und dankbar nehmen wir das alles. Könnt ihr glauben, dass das ein Standard Skyrim Schwert ist? Das sieht eigentlich echt gut aus jetzt so. Mit guter Grafik sieht das auch gut aus. So, ich sollte vielleicht wieder meine Zauber ausrüsten, wenn ich hier... nein, das war nicht mein... Das war nicht mein Schwert. So, wo ist mein Magierlicht? Da ist mein Magierlicht. Zack. Jetzt können wir hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber es scheint mir nicht so. Oh, hier geht's weiter. Hier geht es weiter. Oh, eine Kiste. Was ist das? Eine Perle. Die Perle der Natur ist das hier. Was haben wir hier? Oh, Gold, ganz viel Gold. Stahlarmschiene der großen Alchemie. Meins. Was haben wir hier? Ein Seelenstein. Drachenpriester-Umhang. Finde ich gut. Magiker, was haben wir hier? Worte der Philosophie. Zweihändig verbessert, super. Super. Licht, dankeschön. Veränderung verbessert auf 17. Naja, heute ist ja, heute läuft. Ich habe einen Lauf gerade. Ich habe einfach einen Lauf. Was ist hier los? Ah. Kato, ich würde sagen, wir sind fertig. Oh. Oh, ist das schön. Ja, Leute. Da wir wieder mal unsere Aufgabe bravourös abgeschlossen haben, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und schauen wir mal, was rauskommt, wenn man diese Quest erledigt hat. Da irgendwas Geiles passiert. Ich weiß es nicht. Ich freue mich schon. Jo, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.